Drucker gekauft, Drucker aufgestellt und angeschlossen. Jetzt möchte ich allerdings vom Computer oder Handy über mein WLAN-Netzwerk drucken. Wie du den Drucker mit dem WLAN verbindest, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere strukturierte Erklärvideos im Bereich Technik für PC und Handy. Zunächst einmal sei gesagt, natürlich unterscheiden sich die Drucker der verschiedenen Hersteller bei diesem Vorgang ein wenig. Dennoch bin ich mir sicher, dass auch du mit dieser Anleitung zum gewünschten Ergebnis kommst. Geräte, über die du drucken möchtest, müssen sich im gleichen Netzwerk befinden wie der Drucker selbst. Solltest du dein WLAN-Passwort gerade nicht zur Hand haben, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Sobald du deinen Drucker aufgestellt hast, findest du im Menü entweder direkt oder so wie bei mir in den Einstellungen die Netzwerkeinstellungen und dort auch das Wi-Fi-Setup. Solltest du Probleme haben, deinen Drucker herkömmlich über WLAN mit dem Internet zu verbinden, könntest du im Zweifelsfall zum Drucken dein Handy über Wi-Fi direkt verbinden. Ich in diesem Fall möchte meinen Drucker allerdings mit dem WLAN verbinden und klicke auf Setup starten. An dieser Stelle kannst du dich für das Standard Wi-Fi Setup entscheiden, was voraussetzt, dass du dein Passwort eingeben musst. Die Alternative dazu wäre über das Wi-Fi Protection Setup, kurz WPS, Voraussetzung hierfür allerdings, dass dein Router diese Funktion unterstützt. Ich entscheide mich für Ersteres und muss im nächsten Schritt mein WLAN-Netzwerk auswählen und das Passwort eingeben. Sobald das passiert ist und die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, ist der Vorgang abgeschlossen. Zurück zum Computer. Sofern der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist, findest du dort in den Einstellungen unter Geräte und Drucker den von dir gerade eingestellten Drucker. Möchtest du zukünftig auch direkt vom Handy ausdrucken, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Für weitere Videos dieser Art würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!